In der Produktionsstätte des Burlak-Geländewagens in Kurgan ist eine neue Charge von Ölen und Schmierstoffen von Ravinol eingetroffen. Die Produkte werden bei der Fertigung des Burlak eingesetzt. Aktuell befinden sich 6 Geländewagen im Werk. Bei der Produktionskapazität am Montagestandort Kurgansk können wir derzeit bis zu 8 Fahrzeuge pro Monat bauen. Alle jetzt gebauten Geländewagen sind bereits verkauft, zum Beispiel das Modell mit Bohranlage hinter mir. Es wird in der Region Krasnojarsk betrieben werden und der Geländewagen hier gegenüber geht auf die Jamal-Halbinsel. Jeder Burlak wird an mehreren Montageplätzen gebaut. Aus Metallrohlingen wird in der Schweißerei die Karosserie hergestellt. In den fertigen Rahmen wird ein Cummins 2,8 Motor eingebaut, der Antrieb und andere Baugruppen. Der Fahrzeugkörper wird mit Aluminium verkleidet. Viele Details für den Burlak werden direkt in der Fabrik hergestellt. Sie durchlaufen den Weg von einem Metallstück bis hin zu einem fertigen Ersatzteil. Der letzte Schliff sind die Fahrzeugprüfung auf Leistungsfähigkeit sowie das Betanken mit Öl und anderen Betriebsflüssigkeiten. In die Motoren und Antriebe unserer Fahrzeuge gießen wir Öl von Ravinol. Das liegt daran, dass der Burlak regelmäßig unter Extrembedingungen arbeitet, wo ein stabiler Lauf aller Baugruppen äußerst wichtig ist. Nach unzähligen Expeditionen in den Norden und der Auswertung der Kundenbewertungen kamen unsere Ingenieure zu dem Schluss, dass Ravinol für den Burlak genau richtig ist. Bei der Geländewagenmontage werden neben Motoröl bei der Herstellung Frostschutzmittel, Hydrauliköl, Konsistenzschmierstoffe, Bremsflüssigkeit und andere Ravinol-Produkte eingesetzt. Ins Herz des Geländewagens wird das vollsynthetische Motoröl SSO SAE 0W30 von Ravinol gegossen. Es ist für moderne Benzin- und Dieselmotoren geeignet. Selbst bei Außentemperaturen von weniger als minus 50 Grad arbeitet es hervorragend. Das ist sehr wichtig, weil die meisten Burlak-Fahrzeuge im hohen Norden in Betrieb sind. In den Antrieb des Geländewagens wird das Ravinolöl VSG gegossen. Der Hersteller empfiehlt es bei hochbeanspruchten Antrieben sowie bei synchronisierten und nicht synchronisierten Getrieben. Dieses Öl wird häufig beim Betrieb von Schwer- und Sondertechnik eingesetzt. Die Burlak-Geländewagen sind vom hohen Norden bis zur Antarktis im Einsatz. Unsere Auftraggeber sind staatliche und große private Unternehmen. Zum Beispiel hat der Geländewagen einen Versuchseinsatz in einer der strukturellen Unterabteilungen des Katastrophenschutzministeriums Russlands in Jakutien abgeschlossen und schnitt positiv ab. An oberster Stelle steht für uns die Qualität der Geländewagen und natürlich auch die Qualität der Schmierstoffe, weshalb wir Ravinol gewählt haben. In den 6 Jahren unserer Zusammenarbeit hat sich unser Partner stets von seiner besten Seite gezeigt. Alle Lieferungen erfolgen genau und fristgerecht und die Produkte sind stets von höchster Qualität. Ravinol, the lifeblood of your car.